Startup ist ein dreiteiliger Workshop, der in 8 Ländern Subsahara-Afrikas und in Deutschland durchgeführt wurde. Guten Morgen. Da geht es darum, dass die Schüler eine Geschäftsidee entwickeln, aufgrund einer Problemstellung, die sie im eigenen Land identifiziert haben. Und wo sie dann versuchen, eine Lösung zu finden, einen Prototyp zu entwickeln, einen Businessplan zu erstellen. Banana Porridge, natural and healthy for life. Der wird dann vorgestellt in einem Wettbewerb, sogenannten Pitching. Und die Gewinnerteams sind dann im Anschluss 2 Wochen in Berlin und treten in Austausch, machen Praktika und versuchen einfach Land und Leute kennenzulernen. Ich bin Aurélie. Ich bin Anna. Ich bin Marie. Und willkommen im Chaos der Kultur. So, heute haben wir die Gelegenheit, unser Projekt darzustellen. Wir haben in der Schule bemerkt, dass viele Schülerinnen nicht frühstücken. Unser Projekt hat die Besonderheit, seinen Kunden, die Schüler in Anführungszeichen, einen Verkaufsautomaten mit verschiedenen Produkten zur Verfügung zu stellen. Die Besonderheit unseres Produkts ist, dass es ein Automat mit Solarenergie funktioniert. Danke für die Aufmerksamkeit. Die Schüler sind jetzt 2 Wochen im Gästehaus Schwanenwerder untergebracht. Von dort aus brechen sie dann jetzt jeden Morgen 3 Tage lang auf zu den Praktikumsfirmen. Die Schüler sind in 9 Firmen untergebracht. Das sind alles Start-up-Firmen in Berlin, die aus verschiedenen Sektoren auch kommen. Die Gruppen variieren dabei von 2 bis 5 Leuten und dort haben wir dann eben die Möglichkeit, einen Einblick zu gewinnen in die verschiedenen Arbeitsweisen von Start-up-Unternehmen. Wir sehen die realitätsnahe Praxis, sage ich mal, gehen weg von der reinen Theorie. Wir glauben daran, dass junge Menschen den Wandel in der Welt vorantreiben können und wir wollten auch Menschen inspirieren und vielleicht ein paar Tools geben, wie bestimmte Dinge, wie so eine einfache Idee von einer Flasche eben zu einem großen Unternehmen werden kann. Wir befassen uns hier gerade im Moment mit der Realisation. Wir finden heraus, dass es nämlich möglich ist, ein Startup-Unternehmen zu gründen und das ist etwas, was uns am Anfang der Reise überhaupt noch nicht klar gewesen ist. So all these products here, also the shoes, are made out of broken refugee boats. Manche Leute waren interessiert an der emotionalen Seite dieses Projektes und andere wiederum waren mehr interessiert an den Produktionsabläufen. Es war eine Diskussion und nicht nur ein Vortrag. Das macht mir viel Freude. Das Programm basiert auf 3 Standbeinen. Einerseits Geschäftsleben, Start-up, dann interkulturelle Verständigung und das dritte ist Land und Leute, Deutschlandbezug. Und da ist natürlich auch die Rolle unserer deutschen Gastschüler auch ganz wichtig, also die Paschbotschafter, so wie wir sie nennen. Hallo Leute! Hallo! Unsere Rolle hier ist es, dass wir den Subsahara-Afrika-Schülern Berlin von unserer Seite zeigen und natürlich ihnen auch versuchen, Deutschland ein bisschen näher zu bringen und vor allem die deutsche Kultur näher zu bringen. Meine Rolle hier ist, die deutschen Schüler zu zeigen, was interessant für die afrikanischen Schüler sein können. Zum Beispiel die Flüsse, die verschiedenen Firmen oder Museum hier in Berlin. Sie zeigen uns so viel. Hier in Berlin gibt es S-Bahn, U-Bahn, Autobahn. Bei uns gibt es ganz nicht. Wir wissen nicht, wie man das benutzt. Und das ist ein bisschen schwierig für uns. Sie zeigen uns, wie man das in Berlin macht, wie man das in Berlin sagt. Das ist ganz schön. Sie haben es jahrelang in der Schule oder im Deutschclub gelernt. Und endlich entdecken sie hier, wie viele Leute Deutsch sprechen. Sie treten in Kontakt mit den Leuten. Und wir haben sie auch spezifisch auf Praktikum vorbereitet, indem wir 2 Tage Deutschunterricht mit Schwerpunkt Deutsch für die Firma angeboten haben. Ganz am Schluss treffen wir uns noch am Brandenburger Tor. Da wird dann eine kleine Performance stattfinden, so als krönender Abschluss des ganzen Projekts von 2 Wochen.